Am 16. Juli fand im Audimax der Bauhaus-Universität Weimar die Graduierungsfeier der Fakultät Medien statt. Zur Begrüßung sprach der Dekan Professor Dr. Volker Rodehorst. Dr. Andreas Jacobi übergab die Zeugnisse für den Bereich Medieninformatik, Computer Science and Media und Mediensysteme. Nach den weiteren Festreden von Professor Dr. Gabriele Scharbacher für den Bereich Medienkultur und Professor Matthias Meyer für den Bereich Medienmanagement folgte die besonders kurzweilige Laudatio von Professor Micky Rehmann für den Bereich Medienkunst und Mediengestaltung. Wir feiern, wir atmen auf und immer wenn gefeiert wird, bleibt es nicht aus, dass der Mund auch eine gewisse Feierlichkeit erhält. Und vielleicht erinnert Sie das an Ereignisse wie Konfirmation, Jugendweihe, falls Sie mitgemacht haben, sogar rührselige Abschlussreden beim Abi und jetzt eben die Graduierungsfeier bei der Bauhaus-Uni. Und ich kann Ihnen aber versichern, wenn Sie diese Lebensabschnittszeremonie hinter sich haben, sind Sie aus dem Gröbsten raus. Was jetzt noch kommt, ist wahrscheinlich Nobelpreis. Oder in unserer Kategorie vielleicht auch Oscar-Verleihung. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von dem Ensemble Crêpe Suzette aus Weimar. Graduierungsfeiern weltweit haben sehr unterschiedliche Ausprägungen. Wir erleben die hier von der Bauhaus-Uni. Es ist bekannt, dass im angelsächsischen Kulturuniversitätskreis es andere Formen gibt. Besonders populär ist es dort, seltsame Hüte aufzusetzen und dann in einem Ausbruch kontrollierter Ekstase in die Luft zu werfen. Michelle Obama redet am New York City College. Bei der MIT hat die Abschlussrede 2016 der Hollywood-Schauspieler Matt Damon gehalten. Und er hat dabei scharf und witzig Donald Trump und seine Politik kritisiert. Interessant bei Matt Damon ist nicht nur, dass er prominent ist, sondern dass er Studienabbrecher ist. Er hat bei Harvard angefangen und ist in Hollywood aufgehört. Vielleicht auch ein guter Hinweis, Sie sind diejenigen, die durchgehalten haben bis zum Abschluss. Andere aus dem Jahrgang haben das nicht gemacht. Die sind vielleicht jetzt inzwischen Artdirektoren, Hollywood-Stars, Weltreisende oder Sie kellnern irgendwo. Das heißt, die haben dieselben Zukunftsaussichten wie Sie mit Abschluss. Und möglicherweise ergeben sich auch Möglichkeiten, dass die Graduierungsfeier der Bauhaus-Uni in einen Bereich kommen, bei dem die Sichtbarkeit und die Relevanz dieser Veranstaltung einen noch höheren Stellenwert bekommt, als sie es heute schon hat. Im Anschluss an die Zeugnisübergabe wurde ausgelassen gefeiert. Max Weber von Medieninformatik. Ich habe meinen Bachelor hier gemacht, vor einem halben Jahr schon. Derzeit stehe ich Medieninformatik im Master. Und das war eine tolle Zeit. Ich freue mich, meinen Abschluss zu haben. Und ich würde mich freuen, dass ich auch meinen Master hier schaffe. Ja, hallo, ich bin Fabienne Zwerger und das ist Ulrike Prescher. Und wir haben gerade unseren Abschluss in Medienmanagement gemacht an der Bauhaus-Uni. Und wir freuen uns, dass wir den Bauhaus-Spirit jetzt in die Welt hinaustragen können.
Nach einem gemeinsamen Gruppenfoto kamen alle noch einmal bei einem heiteren Sektempfang im Foyer der Universitätsbibliothek zusammen.